Ein sensationelles Goal, das sie da geschossen haben, das sechste. Erzählen Sie mal, wie haben Sie das eigentlich gemacht? Ja, ich habe im richtigen Moment den Pass bekommen vom Nylander und alles andere ist relativ spontan gekommen. Das ist natürlich ein bisschen gross um das Umdenken und ja, sicher ein schönes Goal gewesen, ist auch alles gut, perfekt. Also, hat man noch Zweifel gegeben, ob das Goal jetzt anerkannt wird oder nicht? Um was ist es denn gegangen? Ja, ich habe zurückgehalten bei mir oben. Ich bin nicht ganz sicher gewesen. Es war, glaube ich, ein Spaten-Hit gegen den Berger, wo irgendwie der Schiri die Strafe angezeigt hat. Es hat ein kurzes Gerangel ausgelöst und daher die Spekulationen. Jetzt 2-9 verloren der erste Match, jetzt 6-0 gewonnen. Dazwischen war ein Weihnachtsessen. Was ist in dem Weihnachtsessen passiert? Was haben Sie gemacht, dass das so jetzt gut läuft? Viel Weiss wieder. Ist das einfach so? Nein, wir haben das schon zurückgehalten. Mit dem Weisswein, aber ich meine, es hat Spass gemacht. Wir sind alle zusammengekommen, der ganze Verwaltungsrat, alle Trainer, Spielerfrauen, Kinder. Und wir haben einen lustigen Abend gehabt. Wir haben das 9-2 relativ schnell gegessen und gewusst, es ist das Turnier und eben, heute geht es schon. Was hat das Essen gegeben? Rockli. Haben Sie das gern? Ist das etwas, was Sie ab und zu haben? Ja, das ist eines von meinen Lieblingsessen. Okay, jetzt geht es ein bisschen weiter mit dem nächsten Match. Ja, Sie sind noch der Fliegen. Wie gehen Sie dem entgegen? Was meinen Sie, was sind das für ein Spiel? Ja, keine Ahnung, wir wissen ja noch nicht mal, wie fair wir spielen, aber das werden wir in den nächsten Tagen herausfinden. Aber es ist der Tag frei. Morgen der wird es sicher auch wieder gut tun. Und nachher mit dem Match. Ich meine, wir gehen ohne Druck in den Match, aber logischerweise wollen wir auch gewinnen, wenn es so weit kommt wie möglich. Aber eben, wenn man noch nicht mal weiss, wie fair wir spielen, ist es schwierig, das Prognosen. Jetzt das Weihnachtsessen hat schon gefahren. Silvester schon wieder in der Hose, wäre auch gut. Ja, das wäre cool. Ich habe noch nie gemacht. Wieso nicht? Aber Sie bleiben nur da, falls Sie natürlich im Finale sind. Ja, bin ich schon. Wünsche mir viel Glück.